Hallo zusammen, ich habe hier einen Transportkühler und hier geht es rein um den Anschluss, wie ich diesen Transportkühler am Auto anschließe. Bei den neuen Autos brauche ich ja eine Zwischenbatterie. Ich habe hier eine Batteriebox von uns. Wir haben hier einen Wechselrichter drin, der ist ausgelegt auf das Kühlaggregat oder umgekehrt. Und ich lege das Zeug auf die Seite. Wir haben ja verschiedene Anschlüsse. Wir haben auf der Seite, je nach Land, Deutschland oder Schweiz, haben wir hier einen Stecker. Oder auch Österreich oder Frankreich kriegt den Schuko-Stecker. Und hier schalte ich den Transcooler ein. Wir sehen, der geht aus und der geht wieder ein. Hier habe ich die Lüftungen für die Kühlung von dem Wechselrichter. Hier vorne könnte ich einen Zigarettenanzünder einstecken, das ist gratis dabei. Hier könnte ich das Handy laden oder sonst irgendwas betreiben, USB-Stecker. Und hier habe ich den Hauptschalter, da geht alles aus, Punkt, fertig. Den Hauptschalter muss ich einschalten und hier kann ich den Wechselrichter abfragen. Das heißt, hier kann ich den Wechselrichter ausschalten oder wieder einschalten. Und hier kann ich, wir sehen jetzt, hier kommt die Spannung, 230 Volt. Hier kann ich den Verbrauch anwählen, was die Kühlmaschine zieht. Und hier habe ich die Spannung von der Batterie. Und die habe ich auch hier. Wenn es rot wird, ist sie dann relativ schnell mal hinüber. Wir haben hier das App, das geht auf die Batterie, hinten ist das Passwort für drauf. Hier habe ich die 12,74. Ich habe die Kapazität entladen, ich habe eine Entladung von der Batterie, sobald der Wechselrichter läuft. Ich habe die Spannung wieder, ich habe den Strom, 3 Ampere, zieht jetzt das Teil auf dem Standby-Betrieb. Und hier habe ich die Einzelzellenspannung. Auf der Seite hier habe ich das Ladegerät, was ich hier unten anschließe. Das ist jetzt ausgeschaltet. Wenn ich das Ladegerät hier einschalte, dann fängt es an zu brummen. Und ihr seht hier auf der Batteriebox, ich habe einen Eingang von 15,19 Volt. Und die Spannung ist 12,9. Und hier ist die Spannung auch auf der Batterie 12,9. Weiter habe ich hier einen Eingang über ein Trennrelais. Das Trennrelais ist verbaut innen drin. Und hier kann ich mit einem dicken Kabel, der Stecker passt hier drauf, kann ich direkt von der Batterie vom Fahrzeug Strom ziehen und diese Box laden. Wenn das Auto ausgeht, schaltet das Trennrelais aus. Bei neuen, modernen Autos empfiehlt sich, in das Kabel rein ein Ladebooster zu bauen. Das Teil sieht dann so aus. Also Kabel durchschneiden. Wir haben Eingang DC-In. Kommt von der Batterie, DC-Aus. Kabel geschnitten, hier drauf. Hier gehe ich dann auf einen von den Steckern. Das sind die gleichen, wir haben zwei Anschlüsse. Und ich brauche dann das Signal vom D-Plus oder von der Zündung. Und hier habe ich eine Temperatursonde. Da kann ich die Temperatur überwachen. Die Box ist selber überwacht. Die braucht es nicht, aber ich muss die Sonde anschließen, dass es funktioniert. Und hier habe ich einen 175 Ampere Stecker. Hier könnte ich eine große Zweitbatterie daneben stellen. Den könnte ich auch mit so einem kleinen Stecker mit 50 Ampere hier anhängen. Wir haben jetzt hier die, wir sehen es, die Temperatur vom Kühler ist 5,8 Volt. Die Kühlmaschine blinkt, die ist anlaufverzögert aus dem Grund, weil der Kühlmaschine tut es nicht gut, wenn die ein- und aus- und ein- und ausschaltet, was wir mit den modernen Autos haben. Sobald ihr im Stadtverkehr fährt, auf die Bremse geht, geht die Spannung hoch, wenn ihr wieder anfährt, geht sie wieder runter. Lebensdauer von der Kühlmaschine nicht erwünscht. Wir haben 2 Minuten Einschaltverzögerung.
Das reicht in der Regel ohne Probleme, weil wir haben genügend Kühlleistung, um das Teil runterzukühlen. Jetzt startet der Lüfter. Und nächstens startet die Kühlmaschine. Und wir sehen jetzt hier, ist die Kühlmaschine gestartet und der Strom ist minus 25 Ampere, die da weggeht. Also das heißt, wir bringen vom Ladegerät her 20 Ampere um 25 auf der Batterie. Und wir sehen dann hier, wir haben 580 Watt Kühlleistung und so können wir wieder massiv schnell runterkühlen. Ja, das soll es gewesen sein. So schließt man einen Transcooler mit der Batteriebox zusammen an und schon habt ihr ein Kühlfahrzeug, was ihr auch ein- und ausbauen könnt. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.